Ja, hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Das hier ist, wie man gut sehen kann, Hardcore 4x4 aus dem Jahr 1996 für Sega Saturn. Und ohne Umschweife geht's auch gleich los, weil Intro oder sonst was gibt's hier nicht. Wir drücken Start und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück, schön, dass du noch dran bist. Wie gesagt, Hardcore 4x4. Wir gucken mal in die Optionen, was wir da so finden. Ob wir da was finden. Okay. Commentary on, Steering, Backup, bla 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 bla. Das Übliche. Also fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? Ja, ich würde sagen, wir fahren an. Was ist das hier? Automatik ist gut. Hier kann man ein Auto auswählen. Was bedeutet denn Suspension? Das hier scheint ganz gut zu sein. Den nehme ich. So. Och, fahren wir mal Championship. Warzone. Naja gut, ich nehme mal an, wenn wir... was ist das? Klasse. Wetter. Okay. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Aber ich nehme an, wenn wir eine Meisterschaft fahren. Not available. Wenn wir eine Meisterschaft fahren, dann kriegen wir eh alles zu sehen. Nehme ich mal an. Ich kenne das Spiel nicht, es ist ein Kaltstart. Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Get ready to take your first green flag of the season. Watch the hills, they really drag the power out. Okay. Hehe, das gefällt mir jetzt schon. Okay. Das ist nicht schlecht. Okay, es ist schwer. Wie soll ich an denen allen vorbeikommen? Alter, das ist ja geil. Das macht Spaß. Cool. Man sieht halt den Track nicht so gut. Wow, 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 wow. Okay, ich fahre noch. Scheiße. Das war nicht gut. Aber das Feld ist eng beieinander. Noch ist nichts verloren. Und das ist immer noch die erste Runde. Das ist halt der Nachteil. Wenn man jemandem hinterherfährt, weiß man zumindest, wo der Weg lang geht. Das kann man hier ein bisschen schlecht erkennen. Nein, nein, auf keinen Fall. Shit, wo sind die denn alle? Da. Das ist wirklich hardcore. Ich weiß halt nicht.
Ich versuch's jetzt erstmal so. Aber vielleicht sollte ich doch mal die Perspektive wechseln. Shit! Alter! Ich versuch's mal so. Oh Gott, die Steuerung. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ich muss so fahren. Das ist echt grausam sonst. Mein Glück ist ja wirklich, dass die anderen nicht so schlecht, nicht so gut fahren. Das heißt, eine Chance, den einen oder anderen vielleicht doch noch zu kriegen, besteht durchaus noch. Aber echt, das ist ja querfeldein. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Oh je, jetzt habe ich sie verloren. Oh je. Wo geht die Strecke weiter? Ja, das kann man manchmal nicht so gut sehen. Go for it. Oh Gott, ey. Einer ist liegen geblieben, oder was? Boah, Alter. Er fällt ein, das Grüne. Okay. Wenn der liegen geblieben ist, bin ich zumindest nicht letzter. Das ist ja schon mal schön. Go for it. Ja, ich bin ja dabei. Final lap. Steuerung ist hart. War doch immer einer, oder? Ja, vielleicht krieg ich den auch. Ah, nein. Das fing so gut an. Mensch! Go for it! Ja, ich bin ja dabei. Wow, fucking! Alter! Das ist krass. Oh Mann. Boah, das ist richtig schwer. Das sah am Anfang so einfach aus. Boah. Oh, da kommt er wieder. Verdammt. Der stand da vorhin so rum, ich dachte, er wäre liegen geblieben. Der Kampf um den letzten Platz. Oh Mann. Das war aber knapp. Game over. Too bad. Try again. Game over oder race over? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich raus, weil ich muss mindestens Dritter werden oder irgend sowas. Ganz bestimmt. Ah. Exit. Okay, next race. Na, immerhin. Also ich darf diese Championship schon fahren. Auch wenn ich nicht unter die Plätze, auf die Plätze komme. Unter die ersten drei. Es sieht wirklich sehr spaßig aus eigentlich. Es ist bestimmt eine Sache, die man lernen kann. These 4x4 trucks are the toughest trucks man can build. And they're built to race the toughest terrain on the planet. Okay, okay, okay. Mal noch mal sehen. Oh, super, schon bin ich Sechster. Einmal übersteuert. Okay.
Okay, Memo an mich, immer mal vom Gas gehen, könnte helfen. Ich krieg euch klein. Ja, also ich glaube, so richtig mit Vollgas kommt man da nicht weit. Junge, Junge, Junge. Krasser Scheiß. Das ist echt schwer. Das ist körperlich anstrengend. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Spiel ist. Ich versuche es. Also ich möchte es mögen. Es gefällt mir nämlich vom Stil her. Grafisch. Hintergrundmusik. Das Setting, ich finde das alles cool. Das gefällt mir gut. Ich möchte das mögen. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach nur scheiße bin. Oder ob das Spiel schlecht ist. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, die Steuerung ist total empfindlich. Also wenn ich nur ein bisschen lenke, dann übersteuert er schon total. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wo sind die alle hin? So einen krassen Fehler gemacht. Meine Fresse, das ist schwer. Hey, 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 wo fährst du hin? Das ist wirklich schwer. So eine abgefahrene Strecke. Ich kenne ja Dings, im Kleinen und von oben gesehen. Super Offroad, ja. Iron Man. Super Offroad Challenge. Da rappelt das Auto ja auch so, aber das ist bei weitem nicht so kompliziert. Das ist ja echt übel. Ich komme da überhaupt nicht voran. Und glaub mir, ich versuch's. Also. Das Lenken ist echt schwer. Aber ich mag das Spiel. Jetzt, also ich mag es, auch wenn ich jetzt hier doch ziemlich hart sacke. Ja. Aber ich mag es trotzdem. Das ist schon die dritte Runde, echt? Shit. Jetzt ist das vorbei. Es gibt halt so wirklich sehr, sehr wenig Markierungen. Wenn ich immer die Strecken ein bisschen auswendig kann, wird es besser. Aber so, Moment. Also wie sich das Auto da verhält auf dem Grund und so, ich finde das schon gut gemacht. Sehen. Ich bleibe trotzdem letzter. Boah, was für eine Geräuschkulisse. Das arme Auto. Ziellinie? Nein. Großer Gott, you came last. Game over.
Loser. Ja, ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Loser nennt er mich. Loading, please wait. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja. 5 Sekunden hinter dem 5. Die Warzone. Das wird ja immer martialischer hier. Dass diese Games immer so viel Ladezeit haben. Hopefully this little baby will be quick enough to stay with the competition. These drivers are no stranger to the desert. Oh, Alter, Alter, Alter! Die sind so rabiat! Die fahren einfach über mich drüber. Na klar, ich kann das auch. Ich kann es versuchen. Ich lasse dich nicht vorbei. Go for it. Schon witzig. Hier die Strecke, die gefällt mir auch optisch gut. Ah, fuck, nein. Ah, die schieben mich. Ah, Alter. Das ist so eng. Das ist krass, ja? Man kommt auf keinen grünen Zweig, aber es macht voll Spaß. Nicht auszudenken, wenn ich jetzt hier mal ein Rennen gewinnen würde, wie das wohl wäre. So. Rein so vom Feeling her. Schon ist mal eine gute Position dahin. Aber es ist noch alles eng beieinander. Krasser Scheiß! Hilfe! Okay, letzte Runde, jetzt geht's.
Meine Güte, ey. Du hast aber auch nie das Gefühl, du könntest mal Gas geben oder so. Weil immer wenn es mal ein bisschen läuft, hängst du mit den Rädern in der Luft. Da sind sie alle direkt vor mir. Ich muss nur einen Weg finden, vorbeizukommen. Das ist richtig anstrengend. Meine Güte, ey. Was ein Kraftakt. Scheiße, 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 scheiße. Falsche Richtung. Na toll. Das war ein harter Kampf. Und am Ende bin ich doch wieder letzter. Shit. Ah, fuck. Gott, ist das schwer. Game over. Loser. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ich weiß gar nicht, wie viele Strecken das sind. Gute Frage. Dune Desert. Mal sehen. Ich versuch's einfach weiter. Weiter, immer weiter. With these guys behind you, you better be on the pipe. Das sieht ja fast aus wie eine richtige Straße. Who's got the courage to be king of the forest? Turn around, you're going the wrong way. Ja toll, warum sagst du mir das jetzt erst? Was denn? Was soll denn das? Ach du lieber Gott. Die Strecke ist ganz woanders. Ich hab mich wohl zu früh gefreut. Ich hab schon gedacht, es wäre eine normale Straße. Ich weiß aber auch nicht, wieso ich das gedacht habe. Schließlich ist es ja ein Whoopsie. Ein Querfeld einrennen. Go for it. Ja, go for it. Wo denn? Ich sehe überhaupt keinen mehr. Gerade weg. Jetzt hab ich's vergessen. Jetzt schon keine Chance mehr. Ja. Den Scheiß zweimal falsch gemacht. Ich bin noch komplett raus. Was denn noch? Jetzt geht's nur noch darum, irgendwie. Uah. Was ist das? Better get going. Voll hängen geblieben. Das wird jetzt richtig dämlich. Das ist keine Strecke. Huch, da ist ja tatsächlich einer. Wer hätte das gedacht? Ich hätte gedacht, die sind schon meilenweit entweit. Soll das heißen, die theoretische Chance, noch als Nicht-Letzter ins Ziel zu kommen, besteht etwa noch? Scheint eher nicht. So nervös und so aufgeregt und so verliebt, dass ich einen Fehler mache.
Anscheinend stellt der sich aber auch nicht viel besser an als ich. Netterweise kann man in dem Auto, in dem Spiel wenigstens nicht das Auto schroten. Aber das wäre ja noch schlimmer. Wenn man dann am Ende noch das Ziel nicht mehr erreicht. Weil das Spiel dann auch noch ein Schadensmodell hat oder so. Das braucht kein Mensch. Das ist schon frustrierend genug. Ja, ja, ja. Wohin? Ich meine, das könnte so ein spaßiges Spiel sein, aber so ein bisschen an der Steuerung hätte man schon noch schrauben können. Nein, das ist die Anfängerstufe und ich sehe von den anderen nicht mal mehr die Rücklichter. Oh doch, da ist wieder einer. Echt jetzt? Es besteht noch Hoffnung. Hätte ich nicht gedacht. Das ist richtig krass. Vorausgesetzt, man fährt nicht ständig. Randmann. Junge. Boah, das ist echt. Boah. Go for it. Ich meine, ich zieh's jetzt durch. Ich mach's jetzt, ja, aber. Das ist super hart. Go for it. Vor allem guckt jetzt wahrscheinlich schon keiner mehr zu. Wenn jetzt noch einer zuguckt, dann kann er einen Kommentar posten mit dem Hashtag ich liebe es zu leiden. Ah, jetzt hängt er da wieder drin. Ist das ein tolles Spiel. Es sieht wirklich gut aus. Also ja, Detailreichtum ist recht gut für die Zeit, für die Grafik. Go for it. Es ist total fließend. Also da gibt es auch nichts zu meckern mit Framerate oder so. Ich habe auch den Eindruck, dass der Horizont ganz gut aussieht. Und wie gesagt, das Auto verhält sich der Landschaft entsprechend. Nur komme ich nicht um die Kurven. Das ist echt krass. Jetzt kommt der auch noch. Bin ich schlecht genug gefahren, dass er mich doch noch einholt. Na gut. Ja, nein, das habe ich vorhin schon gedacht, dass das ein Weg wäre. Ich habe ja ernsthaft gedacht, ich könnte sogar Vierter werden. Ja, Game over! Loser! Hier stinke ich ja mal so richtig ab in dem Game. Okay, The Devil's Kitchen. Noch jemand da? Ja, halbe Stunde und noch kein Schuss Pulver getaugt oder kein Blumenstrauß gewonnen, auf keinen grünen Zweig gekommen. With these guys behind you, you better be on the pipe. Can you take the heat? Wahrscheinlich nicht. Thank you.
so gut. Ich gehe doch nicht beiseite, wenn du lügst. Echt jetzt, der Hut? Schilder sind schon sehr hilfreich. Hör auf zu rufen. Turn around, you're going the wrong way. Ja, ich merk's gerade. Und wunderbar, jetzt habe ich meine Ausgangsposition verspielt. Es lief so gut. Aber nee. Das ist halt nur passiert, weil ich nicht genau erkenne, wo ich lang fahre und die Steuerung halt total empfindlich ist. Ja, du tippst ein bisschen in eine Richtung und er dreht sofort durch, egal wie schnell man ist. Nein, 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 scheiße. Falsche Taste. Ah, das ist so krass. Kennt jemand das Spiel von euch? Mache ich was falsch? Gebe ich zu viel Gas? Gebe ich zu wenig Gas? Was läuft hier falsch? Warum komme ich hier nicht auf den grünen Zweig? Wenn ich mal denke, ich mache einen Stich, dann fliege ich oder fahre voll gegen eine Mauer, so wie hier jetzt, und verliere den Gegner wieder aus dem Sichtfeld. Das ist doch blöd. Ja. Am Anfang habe ich noch gesagt, das macht Spaß, aber mittlerweile, das ist so anstrengend, also jetzt auch dieser dunkle Level, das so verfolgen, wo ich überhaupt langfahren muss. Ist schon krass. Ah, no! Scheiße. Deprimierend. Doch. Und jetzt, ich habe eben drüber nachgedacht, ob es wohl daran liegt, dass ich vielleicht Automatik fahre. Aber auf der anderen Seite denke ich, naja, wenn ich da jetzt dann auch schalten müsste, würde ich wahnsinnig werden. Ja, vor was denn? Go for what? Da ist doch gar niemand mehr. Das Ziel kommen wir auch gleich wahrscheinlich.
Hol ich mir den noch? Schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. Sie kommt hier jetzt gleich. Oh Mann, ey. Alter. Game over. Loser. Gibt's noch eine Strecke? Wir werden's sehen. Oh Gott, Packeis. Ja, ich zieh's jetzt durch, was soll's. Ich schwör. Danach spiele ich wieder was mit Schießen. Oh Mann. Na komm, gib Gas. Really melt the ice. Yeah, muss man sehen. Zumindest kann man hier wieder besser sehen, wo man hinfährt. Nicht so wie vorhin in der anderen Strecke. Wo es total dunkel war. Nein. Fuck. Und da sind ja schon wieder die ganzen anderen Bastarde. Jetzt rein. Das ist auch tatsächlich ein bisschen rutschig, ja. Genau. Das ist, was ich vermisse, ja. Das war jetzt das erste Mal, glaube ich, in dem Spiel, dass es mal eine Gerade gab, wo man ein bisschen fahren konnte, abgesehen von der Landstraße davor hin, die einen so gnadenlos verarscht hat, weil man gleich wieder ins Feld musste. Aber dass mal ein Streckenabschnitt kommt, wo man länger fahren kann und kann auch mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und vielleicht auch mal aufholen oder so, das gibt es da drin nicht so. Fahrt ruhig an mir vorbei, ist kein Problem, ich hab doch eh keine Zeit mehr. Scheiße. Dabei hatte ich mich doch auf das Spiel so ein bisschen gefreut. Ich habe mir so viel davon versprochen. Ich hatte ein Video davon gesehen und dachte, ach, das probierst du mal. Extra auf eBay geschossen. Naja, eine Runde noch. Oh nein! Dann hat das Drama hoffentlich ein Ende. Es sei denn, es kommt noch eine Strecke. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Wieder auf dem Eisteil, genau. Wenn man überhaupt keinen Grip hat. Oh, falsche Richtung. Ich weiß. So, besser. Naja, besser ist nicht weniger scheiße. Ja. Ey, wenn man irgendwo so schräg dagegen fährt, kommt man gleich richtig von der Strecke ab. Das ist echt ätzend. So, jetzt falsche Richtung und allem drum und dran. Meine Güte.
Steuerung ist grausam. Meine Güte, ich versuch's ja, aber bitte sagt mir, das Spiel ist wirklich schlecht. Sagt mir, das war ein Blindgänger. Bitte, bitte. Dann fühle ich mich nicht so unfähig. Aber wer lässt denn sowas auf die Menschheit los? Das ist ja grauenvoll. Schon vom ersten Rennen an das Gefühl bekommst, du hast keine Chance da irgendwie mal ein Rennen zu gewinnen oder wenigstens auf den dritten Platz zu kommen. Ja, weil dir immer so dumme Sachen passieren, die dich dann total von der Strecke abbringen. Da stand da einer in der Botanik daneben, oder? Richtung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dreh rum. Turn around, you're going the wrong way. Mein Gott. Die KI ist nicht unbedingt cleverer als ich. Man schaue sich das an. Es ist ein Drama. Drama spielt sich hier ab. Also am Gas geben liegt's nicht. Ich versuche jetzt schon immer. Sobald ich nur in Versuchung komme zu lenken, gehe ich vom Gas. Das hilft nicht wirklich. Ja, im Gegenteil, da kommt schon wieder mein Verfolger. Ach du lieber Gott. Oh, Game over! Too bad. Try again. Nein. Ich try nicht again. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich bete, dass das jetzt vorbei ist. Ich weiß nicht, wie viele Strecken es sind. Ich habe keine Ahnung. Kommt da noch was? Bitte nicht. Nein! Ich bin fertig. Oh, wie traurig. Better luck next time. Keep trying. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das weiter probiere. Echt nicht. Also das ist kackendreist schwer. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, also da habe ich schon andere Spiele gespielt. Sega Rally zum Beispiel. Das ist um Klassen umgänglicher als das hier. Und das gibt es auch auf der Saturn. Ja, ich würde sagen, ich danke euch, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und habt mich beim Versagen begleitet. Ich glaube, als nächstes spiele ich auf der Saturn mal wieder was mit Schießen. Das kann ich ein bisschen besser. Zumindest habe ich mehr Spaß dran. Schreibt mir in die Kommentare, was das für ein Spiel ist. Ist das schlecht? Bin ich schlecht? Oder beides? Ich will es wissen. Gebt mir Info, gebt mir Input. Ich lese alles, ich beantworte alles. Und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao.